Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kanab. Wir schauen uns jetzt die Ernte oder den Erntemaschinenunterstand an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Chris alias GZ Farming, ne? Oder CJ, ne? Lassen wir es einfach mal sicherheitshalber in Deutsch. Das Ganze gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One. Findet ihr in der Kategorie platzierbare Objekte und dann Hallen. Ja, wir haben das gute Stück. 15.000 Euro Unterhaltskosten am 15.000 Euro Anschaffungskosten, so rum, und 10 Euro Unterhaltskosten am Tag. Das ist ein Unterstand für Maschinenzubehör und diverse Dinger. Und schauen wir uns gleich an, denn das sieht alles ganz juli aus. So sieht das gute Stück in dem Sinne aus. Relativ platzsparend, muss man sagen. Können wir überall platzieren, wo es halt platzieren wollt. Ne, ist klar. Wir haben hier vorne einmal drei Boxen. Da können wir theoretisch gesehen Fahrzeuge, Anhänger, Drescher, Radlader, von mir aus auch Ballen. Wenn ihr es ganz wild sein wollt, könnt ihr auch Schildgut damit reinstellen. Dafür ist es an sich nicht gedacht, aber um Fahrzeuge reinzustellen. Ne? Soweit so klar. Drei solche Boxen in dem Sinne. Diese Boxen haben hier jeweils einen eigenen Lichtschalter, wie ihr seht. Zack, zack. Und oben dementsprechend Licht könnt ihr anschalten. Und habt ihr dementsprechend hier auch Beleuchtung mit drin. Wenn wir uns das Ganze in der Nacht anschauen, seht ihr, ist auch helle satt. Also ihr solltet da dementsprechend immer was sehen. Lichtschalter ist auch auf Deutsch. Licht ein, Licht aus. Schöne Sache. Und da könnt ihr hier den ganzen Spaß dementsprechend unterstellen. Ich habe hier schon was vorbereitet, da kommen wir gleich dazu. Dann haben wir hier hinten noch eine Durchfahrt. Auch da könnt ihr Licht an, Licht ausmachen. Und hier haben wir einmal einen Werkstattflügel. Könnt ihr auch hier über die F1-Taste sehen. Ne? Einfach rangehen, R drücken, fertig, aus. Dazu noch so einen schönen Blueprint hier von einer Erntemaschine. Kann man teilweise auch ein bisschen lesen. Ansonsten ist ein bisschen Pixelmixel hier. Aber das geht. Und hier drüben haben wir die Einstellung fürs Layout. Ne? Denn ihr könnt das einfach als CY-Systems hier nehmen. Ihr könnt aber auch sagen, ich hätte das gern in New Holland. Dann habt ihr das Ganze hier blau eingefärbt. Habt ihr draußen das New Holland Deagle überall mit dran und dann sieht das so aus. Das gibt es einmal als New Holland, als Massey Ferguson, als John Deere und als Class sowie Fendt. Wenn ihr das Ganze umstellen wollt, ihr seht linke Maustaste gedrückt halten, beziehungsweise rechte Maustaste gedrückt halten. Ich meine wirklich gedrückt halten, ne? Sonst geht das nicht. Ne? Also einfach nur einmal klicken, zack, da tut sich nichts, sondern wirklich so 1-2 Sekunden gedrückt halten und dann könnt ihr vorwärts und rückwärts durch diese Layout schalten. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schnieke Geschichte. Und hier hinten haben wir dann noch eine Ablagefläche für ein Schneidwerk. Und die könnt ihr variabel einstellen, und zwar hier. Man sieht das auch ein bisschen, man muss mal ein bisschen nah rangehen. Ne? Ich mache mal ein bisschen Zoom. Da seht ihr das Ganze hier, das ist nämlich ein bisschen verpixelt bzw. ein bisschen unscharf. Ihr seht hier von 3 bis 18 Meter ist in dem Sinne alles möglich. Ich habe jetzt hier hinten so ein Schneidwerk, das ist genau 9 Meter. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier, dann muss ich mal kurz einen Zoom wieder rausnehmen. Zack. Wenn ich jetzt hier den hier mache, ne, geht das weiter auseinander bzw. wiederum weiter zusammen. Ja, je nachdem, wo ich dann dementsprechend hier mit drauf drücke. Ihr seht hier Arme zusammen und Arme ineinander. Ne? Linke bzw. rechte Maustaste. So, jetzt stellen wir uns hier 9 Meter ein. Das ist genau das hier. Und wenn ich jetzt einmal hier den nehme und das Schneidwerk da dran mache, kann ich das dann hier hinten im Endeffekt ablegen. Und das dürfte da dementsprechend nicht mit durchglitschen, sondern alles am Ende des Tages beim alten Blauen. So, fahren wir einmal hier ran. Drescher in die Mitte. Ja, halbwegs gerade fahren, dass das Ganze so passt, wie es passt. Zack. Und dann seht ihr, habe ich das hier hinten erfolgreich abgelagert. Könnt ihr jetzt natürlich nicht nach oben oder nach unten machen, ist klar. Ne, und kann jetzt hier beispielsweise meinen Drescher in die Garage reinfahren, in die Werkstatt, um irgendwas umzukonfigurieren, oder ich stelle das Teil dementsprechend einfach hier ab. Ihr seht, ist Platz genug und damit hat sich der ganze Spaß. Ne, soweit so klar, ist selbsterklärend. Thema-Lock, wie ihr seht, sauber. Wir reden hier ca. von 14 MB, könnt ihr also in dem Sinne auch nicht falsch machen. Deswegen schöner Unterstand,
Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, eure René. Tschüssikowski. Tschüss.